meine Lieben und vielleicht auch Bösen, weiß ich ja nicht. Es wurde mir da Zeit für ein prepperigeres Thema, wie ich fand. Und auf die Idee für das Video hat mich auch übrigens so ein Dulli gebracht, der mir unter ein anderes Video von einem YouTuber einen Kommentar drunter geschrieben hat, unter meinen. Ah, du jakubischer Primat, eigentlich von dir müsste man erstmal die Schädelmaße machen, weil vielleicht entdeckt man eine neue Affenart, weil... Mach erstmal eine Studie darüber. Ich mach diese Studie schon seit ein paar Jahren. Dinge mit sich mitführen, welche eigentlich legal sind, mit denen man sich aber auch super draußen verteidigen und auch durchsetzen könnte, wenn es denn nötig wäre. Und es ging da um Axt und Sportgerät, weil Werkzeuge und Sportgeräte unterliegen kein Führungsverbot. Darfst du mitnehmen? Kann dir eigentlich erstmal keiner was sagen, auch wenn die Polizei dir da vielleicht manchmal so eine drehen möchte. Ich wurde jetzt, seit ich die Dinge habe, nur zweimal angesprochen von der Polizei, interessanterweise in derselben Woche von demselben Polizisten zweimal. Beim ersten Mal habe ich mir gedacht, okay, der ist neu, den habe ich hier in Marxloh noch nicht gesehen, der will sich wahrscheinlich gerade profilieren bei seinen älteren Kollegen. Beim zweiten Mal habe ich mir gedacht, so, irgendwie kommt mir deine Hackfresse auch bekannt vor. Kann es mal sein, dass ich irgendwann mal deine Mutter, deine Ehefrau oder deine Tochter gefickt habe und du mir deswegen jetzt auf den Sack gehst? Aber wir weichen vom Thema ab. Gegenstände, die ihr mithaben dürft, die aber sehr gefährlich sind, aber super zum dabei haben. Wir fangen jetzt erstmal an mit Mr. Happy Hatchet. Ich schiebe euch mal ein Stück zurück, weil er begleitet mich jetzt schon seit 2018. Jeden Tag dabei. Übrigens, falls jemand mal fragen sollte, das ist mein Flaschenöffner, Herr Wachtmeister. Übrigens, Prost. Einfach, ganz bequem, mit einem Stück wiederlösbaren Kabelbinder an eurer Gürtelschlaufe festmachen. Sofort griffbereit. Könnt ihr euch super mit verteidigen, vor allen Dingen mit der stumpfen Rückseite, weil, was wollt ihr mit einem Messer machen? Alles, was ihr mit einem Messer oder einer anderen Stichwaffe macht, so, damit macht ihr nur zu viel Schaden. Hier, die stumpfe Seite auf die Schulter, dann solltet ihr Ruhe haben. Für alle, die natürlich jetzt sagen, so, oh, das ist mir aber so ein bisschen gruselig. Du brauchst doch keine Axt. Ich meine, du kannst dir auch ein Hämmerchen mitnehmen. Ein Hammer ist auch nur ein Werkzeug, unterliegt keinem Führungsverbot in der Öffentlichkeit. Nun gut, dass jetzt die Seite hier zufällig so angeschliffen ist, das ist wirklich nur Zufall, Herr Wachtmeister. Aber könnt ihr immer dabei haben. Aber wenn ihr jetzt sagt, so, wir möchten doch was Improvisierteres, wie wäre es mit einem legalen Totschläger? Ich präsentiere euch die Duisburger Silberkopf-Mamba. Weil ich habe noch keinen BKA-Feststellungsbescheid gesehen, der sagt, dass ein Stück Kabel ein verbotener Gegenstand ist und nicht mitgeführt werden darf. Ja, dass hier zufällig am Kopfende Schraubstellen dran sind, ja, das ist ein Zufall, Herr Wachtmeister. Ich habe das Ding so in einem Gebüsch gefunden, so, ich wollte das mitnehmen, weil Kabel schälen, Kupfer und so. Ach, Sie meinen, ich habe das geklaut? Nun, was Sie meinen und was Sie glauben, ist irrelevant. Was können Sie denn beweisen? Das gilt natürlich dann auch für, was ist legal zu mitnehmen. Und so ein Stück Erdungskabel, unterschätzt das mal nicht. Wenn ihr das Ding in die Schnauze kriegt, auch ohne... Aber so viel zu... Mach doch mal eine Studie darüber, wie es ist, mit diesen Sachen draußen rumzulaufen in der Stadt. Du kleiner Depp. Das habe ich extra für dich eigentlich, das Video gemacht. Aber das ist ein Video, das sollte vielleicht auch andere Leute interessieren. Weil wir leben in einer Zeit, die scheiße gefährlich ist. Und alle glauben... dass die Polizei dir helfen kann, so, da kannst du träumen von, so, aber brauchst du nicht drauf warten. Kannst du besser selber Sachen mitnehmen, weil da hast du zumindest eine Chance, so. Weil die 20 Minuten, die du wahrscheinlich alleine bist, bevor Verstärkung kommt, musst du durchhalten. Und dann wenigstens irgendwas dabei. Besser als nix, ja. Ah. Bin ich eigentlich der Einzige, dem so das Gefühl ist, dass das Becks, vor allen Dingen das Becks Gold, das riecht wie Weed. Im ersten Moment riecht das voll nach Hanf, so wenn du die Flasche aufmachst und manchmal so. Aber wir kommen vom Thema ab. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen, weil denkt dran, Werkzeuge unterliegen keinem Führungsverbot in der Öffentlichkeit. Also Mr. Happy Hatchet oder ein kleines Hämmerchen könnt ihr immer dabei haben. Dürfte euch eigentlich nichts vorgeworfen werden. Und das gleiche gilt natürlich auch für was Improvisiertes wie ein Stückchen Kabel. Und ihr habt da natürlich auch schön die Peitschwirkung. Übrigens, diese Peitschwirkung passiert nicht, wenn ihr ein loses Stück dazwischen habt, wie bei Nunchucks. Also, wenn ihr so ein Stück Kette habt mit zwei harten Enden,
Da kommt nicht so viel Energie an wie bei sowas. Da muss durchgehend sein. Genug geschwafelt. Es wird langsam zu deutsch in Warmland. Prösterchen. And you have a good one.